Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Nummer 15 aus dem Rapauke-Studio. Keine Sorge, es geht heute nicht nochmal um Blätter und die Klarinette. Rapauke fand nur den Baum so gemütlich, dass er ihn nicht wieder hergeben wollte. Ich habe noch ein anderes Instrument gefunden, was bisher noch nicht zu Besuch bei uns im Studio war. Und der Musiker, der das Instrument für uns heute spielt, hat nicht nur eins davon, sondern eine ganze Sammlung. Ich gebe weiter an Lars. Hallo Lars! Liebe Rapauke-Kinder, heute sind wir live aus Bergfelde im Trompetenparadies. Ich werde euch jetzt ein paar kleine unterschiedliche Trompetensorten erklären und auch Beispiele dazu geben. Erstens haben wir die normale, große Trompete, die man am meisten immer im Orchester oder Solo oder sonst überall spielt. Das ist eine ganz normale B-Trompete und die klingt so her. Das ist die B-Trompete, die ist ungefähr 1,30 lang, also 1,30 Meter. Und das heißt, wenn euer Opa zufälligerweise einen G-Stock hat, der ist auch ungefähr 130 cm lang, und da habe ich zufälligerweise was. Dann nehmt ihr euch einfach einen G-Stock und dann kann man drauf spielen. Da könnt ihr euer Opa bestimmt gut freuen damit. Das ist doch eine schöne Maßnahme jedenfalls. Jetzt haben wir, um mit einem tiefen Instrument der Trompeten anzufangen, das sieht nicht ganz aus wie eine Trompete, aber es stimmt und ist genauso lang wie eine B-Trompete. Aber das hier ist ein Flügelhorn, nennt man das. Und das tiefste in der Instrumentenfamilie der Trompeten. Da hört ihr schon viel tiefer im Klang und viel runder. Wenn wir jetzt das extreme Gegenteil dazu nehmen wir hier die Piccolo-Trompete. Das ist die sogenannte mehr oder weniger Weihnachtstrompete, was man immer bei den Kirchenkonzerten im Dezember hört zum Beispiel. Aber die klingt so her. Viel höher und hat viel mehr Glanz. Vielen Dank, Lars. Das ist tatsächlich eine ganz schön große Sammlung von Trompeten, die da bei Lars steht. Aber ich muss ja sagen, mit dem Spazierstock, das war schon ein bisschen geschummelt. Man kann nicht auf jedem Spazierstock spielen. Er muss ein Loch in der Mitte haben, also ein Rohr sein. Dann kann man darauf blasen, wie auf vielen anderen Rohren und Röhren eben auch. Und wir haben bei Lars gesehen, auch bei den Trompeten gilt, wenn das Rohr kürzer wird, die Trompete kleiner, wird der Ton höher, heller. Bei den längeren, dickeren Trompeten wird der Ton dunkler und tiefer. Warum jetzt eine Trompete so aussieht, wie sie aussieht und eben nicht nur ein langes Rohr ist, das hat uns der Lars auch noch erklärt. Ursprünglich war die Trompete nicht so her mit Ventilen drauf. Das ist letztendlich nur, um mehrere Töne erzeugen zu können auf der Trompete und auch Tonleiter spielen zu können. Früher konnte man zum Beispiel nur Naturtöne drauf spielen. Und dann hat man irgendwann gedacht, ist es langweilig. Daher hat man dann das Rohr verlängert mit anderen Rohren hier.
Das heißt, wenn man ein Ventil drückt, hier kann man dann einen halben Ton nach unten spielen. Oder wenn man das erste Ventil drückt, kann man einen ganzen Ton nach unten. Und wenn man das dritte Ventil drückt, kommt man anderthalb Töne runter. Und dadurch hat man sehr, sehr, sehr viele Kombinationen, um vielseitige Musik zu spielen auf der Trompete. Aber wenn ihr keine Trompete zur Hand habt, könnt ihr auch einfach in den Baumarkt gehen. Am besten in den Gartenabteilung. Und da holt man sich einfach ein Florophon. Mama zu Hause hat bestimmt auch noch so einen Küchentrichter. Man braucht hier nur ein Trompetenmundstück. Ja. Das war der Elefant. Okay, wir merken es also, dass mit dem Blasen geht nicht nur auf einem Rohr, sondern auch auf einem Schlauch. Aber jetzt gebe ich erstmal weiter an Jule ins kleine Studio, die uns sagt, warum es heute sonst noch so geht. Hallo Jule. Oh, ich glaube, die schläft noch. Oh, jetzt habe ich gerade einen Schrecken bekommen. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass ich rückwärts fahre mit meinem Auto. Das gibt auch ein solches Geräusch, wenn ich zu nah an den Poller fahre oder an ein anderes Auto. Aber mein Wecker macht was Ähnliches. Er gibt Signale. Wir haben heute ganz viele Dinge in unserer Welt, die Signale geben. Glocken, Sirenen und so weiter. Und alle geben unterschiedliche Geräusche. Und ihr kennt die Geräusche. Und wenn ihr ein Feuerwehrauto hört, dann bleibt ihr ganz schnell auf dem Bürgersteig stehen, weil das natürlich schnell an euch vorbeisaust. Früher gab es Instrumente, die Signale gegeben haben. Hörner zum Beispiel bei der Jagd oder Trompeten vom Turm herunter. Und ich habe hier jetzt ein paar Signale auf meinem Tisch, die ihr bestimmt kennt. Das hier, das ist eine Fahrradklingel. Und das ist eine lustige Fahrradklingel, weil es ein Fußball mit einem Schuh ist. Das kennt ihr bestimmt vom Spielen. Das ist ein Polizeiauto. Das kann wie eine Polizei sein Martinshorn anmachen. Diese Feuerwehr, da steht Fire drauf. Das ist nämlich eine amerikanische Feuerwehr und die macht nicht das gleiche wie unsere Feuerwehr hier, sondern ein bisschen ein anderes Geräusch. Und dieses hier, das ist eine Schiedsrichterpfeife. Wenn der Schiedsrichter keine Lust hat, seine Pfeife immer im Mund zu pusten, dann kann er die nehmen. Hier drin ist die Luft und die kann man ganz schnell rausdrücken. Und dann hört es aber auch jeder auf dem Feld, dass gerade der Schiedsrichter gepfiffen hat. Vielen Dank, Jule. Um Signale geht es also heute. Und Rapauke hat uns auch welche mitgebracht.
Das ist eine Hupe. Dieses hier kennt ihr vielleicht auch. Es gibt viele Kitas oder Schulen, wo so eine Klangschale angeschlagen wird, wenn alle zur Ruhe kommen sollen. Wir haben alle möglichen Signale gesammelt in kleinen Filmchen und aus diesen Filmchen sozusagen ein Stück komponiert. Lasst euch überraschen. Viel Spaß! Es ist zwischendrin mal ganz schön laut und gefährlich geworden, ne? Als die ganzen Feuerwehrwagen und Polizeiautos da waren und auch noch der hupende LKW. Aber zum Schluss war es dann wieder schön ruhig. Das Signal, was Anne mit ihrem Horn gespielt hat, war ein Posthornsignal. Und zwar ein sogenanntes Notsignal. Ihr könnt es hier nochmal hören. Früher war das nämlich so, dass die Menschen oder auch das Gepäck oder eben auch die Post mit Kutschen transportiert wurden. Und man hatte damals noch kein Telefon, wo man sagen konnte, ey, die Kutsche kommt gleich. Deshalb hat man sich mit sogenannten Posthörnern Signale gegeben, um die Kutschen anzukündigen. Es gab zum Beispiel ein Signal, mit dem man angekündigt hat, jetzt kommt gleich die Briefpost. Das klingt dann so. Und es gab auch noch ein extra Signal, mit dem man ankündigen konnte, wie viele Begleitwagen mit dieser Postkutsche kommen. Das wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen. Wenn 4 Begleitwagen dabei waren, dann kam dieses Signal. Na, habt ihr es erkannt? 4 Begleitwagen. 4-mal Jam, Bam, Ba. Das ist gleichzeitig auch die Begleitung von unserem Rapaukekahn. Den hören wir jetzt einmal ganz. Danke an Lars für diese schöne Version des Rapaukekanons. Eigentlich hat euch Lars vorhin schon gezeigt, wie man sich ganz einfach selber eine Trompete bauen kann. Wir gucken uns das aber noch mal ein bisschen genauer an. Für eure Trompete braucht ihr ein Stück Schlauch oder ein Stück Rohr,
ein Trichter und irgendetwas, was ihr als Mundstück verwenden könnt. Ich erkläre euch nachher mal noch, was das genau ist. Den Trichter steckt ihr ans Ende von eurem Schlauch oder von eurem Rohr. Dieses Rohr hier ist übrigens ein Rohr aus dem Baumarkt, aus der Elektroabteilung. Da werden normalerweise Elektroleitungen mit verlegt. Und ins andere Ende von eurem Rohr oder eurem Schlauch könnt ihr dieses hier stecken. Ich nehme ja mal an, dass ihr nicht zufällig ein Trompetenmundstück zu Hause habt. Das hier ist der Aufsatz von einem sogenannten Otoskop. Das sind die Dinger, mit denen euch der Ohrenarzt in die Ohren schaut. Da gibt es immer kleine Aufsätze, die nach jedem Patienten gewechselt werden. Die könnt ihr wunderbar als Mundstücke verwenden. Und wenn ihr euren Lippen was Gutes tun wollt, schleift ihr sie vorher noch mit ein bisschen Schleifpapier ab. Und dann steckt ihr sie einfach in das Rohr oder in den Schlauch. Und wenn es nötig ist, könnt ihr sie noch mit ein bisschen Klebestreifen festmachen. Und schon ist eure Schlauch- oder Rohrtrompete fertig. Wenn ihr jetzt noch mal wissen wollt, wie man da einen Ton rauskriegt, dann guckt doch noch mal in unsere 6. Folge, wo es um das Horn ging. Da hatten wir das ganz genau erklärt, wie man die Lippen flattern lassen muss, damit aus dem Schlauch ein Ton rauskommt. So, ich habe jetzt hier eine Schlauchtrompete. Da gibt es dann noch einen Trick, wie man den Ton noch ein bisschen verändern kann. Das zeigt euch der Lars im nächsten Film. Für eine Trompete hat man auch Dämpfer, so dass man einen unterschiedlichen Klang erzeugen kann. Und der meistgängige Dämpfer für die Trompete ist so ein Dämpfer. Und das klingt so hier, ist normalen Ton. Schnarrt ein bisschen und klingt total anders. Wir haben auch andere Dämpfer, da haben wir einen Cop-Mute, heißt der, weil der eigentlich so wie so eine Trinkzeile aussieht. Ne? Und der klingt dann so hier. Der ist auch sehr viel in Jazz zu hören. Der Cop-Mute. Dann habe ich noch einen hier. Der war früher sehr, sehr, sehr viel verwendet worden. Und Jazz und Unterhaltungsmusik und teilweise im Orchester. Und da werdet ihr hören, das ist ein sogenannter Wow-Wow. Und der klingt so hier. Und ich kann sogar den hier auch noch rausnehmen und dann klingt es wieder total anders. Dann ist es ein Harmon Mute. Und zuletzt haben wir auch so einen hier. Ja, das ist genau das, was ihr denkt. Wenn Papa manchmal das Klo sauber machen muss, weil da Verstopfung drin ist, zum Beispiel. Da habe ich so einen hier auf dem Stiel. Und dann ist die Toilette wieder frei. Aber ich habe den Stiel weggelassen, ein Loch hier reingeschnitten und kann man jetzt als Dämpfer verwenden. So, wenn ihr eine Trompete habt und so ein Ding hier von der Toilette, Stiel abmachen, vielleicht erst sauber machen vorher, das ist ein kleiner Tipp nebenbei. Das ist spannend, oder, mit diesen verschiedenen Dämpfern. Ich habe mir ja auch mal Sachen zusammengesucht, die man vielleicht als Dämpfer benutzen kann.
Ja, funktioniert ganz gut. Was aber auch gut geht, ist hier so eine, ja, das ist eigentlich eine Hälfte von einem großen Überraschungsei. Das klingt auch nett. Ah, so ist nicht so gut. Probiert doch einfach mal mit eurem Schlauch, mit eurer Schlauchtrompete aus, wie man den Klang verändern kann. Passt nur auf, dass ihr nicht ganz zustopft, dann kommt gar kein Ton mehr raus. Zum Abschluss hat uns Lars natürlich auch noch ein Stück mitgebracht, ein sehr bekanntes. Ihr könnt gerne mitspielen mit euren Trompeten. Rapauke und ich werden dafür nicht die Schlauchtrompete nehmen, sondern die Rohrtrompete. Viel Spaß! Das Stück, das kennt ihr als vielleicht als Eurovisionsmelodie. Es ist eigentlich ein Stück von einem Komponisten mit dem Namen Charpentier. Schön, dass ihr dabei wart beim Rapauke-Studio. Viel Spaß beim Musizieren, beim Basteln. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.